Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Ubi Tested und weiter im Familienfahrzeugbereich. Und da habe ich nach dem Ford Tourneo Custom euch jetzt auf viele Anfrage den neuen Ford Tourneo Connect mitgebracht. Was der kleine Bruder so vom großen Tourneo Custom so kann und wie er sich gegenüber seiner Konkurrenz, dem Citroën Berlingo, Opel Combo und dem Peugeot Rifter schlägt. Das erfahrt ihr heute und wenn ihr dran bleibt, viel Spaß. Ja, dann schauen wir uns doch den Ford Tourneo Connect einmal von außen an. Von vorne die typische Ford-Front mit diesem Ford-Maul, was wir hier sehen. Immer noch dieser alte Aston Martin-Grill soll hier hervorkommen. Man merkt, dass der Tourneo Custom Connect hier auf alle Fälle noch ein etwas älteres Fahrzeug ist. Aber das werden wir zum späteren Zeitpunkt an einigen Ecken auf alle Fälle noch mal genauer feststellen. Jetzt wurde er aber erst überarbeitet letztes Jahr und das erkennt man vor allem hier unten an den Nebelscheinwerfer-Einfassungen, die jetzt hier umrandet sind mit einer Chrom-Applikation. Das gehört zur Titanium-Line, die wir jetzt hier haben. Es gibt neue Scheinwerfer, wie hier mit Xenon-Licht optional. Auch die Farbe Chroma-Blau gefällt mir unwahrscheinlich gut auf dem Wagen. Wenn wir uns die Seitenlinie einmal genauer anschauen, ja, das ist ein typischer Hochdach-Kombi. Sehr komisch ist, dass er hier sehr, sehr hoch ist, wobei man merkt, das wird mit der Zuladung, senkt sich das Niveau natürlich nach hinten ab, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz schaut das erst einmal ein bisschen ulkig aus, wenn man den Wagen ohne Beladung die ganze Zeit fährt. Wir haben zwei Schiebetüren, jeweils eine auf der Fahrer- und eine auf der Beifahrerseite, serienmäßig. Die öffnet auch komplett weit. Das sind 60 cm Ausmaß, wo wir hier dann einsteigen können. Das ist wirklich ausreichend groß. Die Schiebetüren sind auch leichtgängig. Was auffällt, wir haben hier die Kurzversion. Diese erkennt man vor allem wieder an der Schiene. Die Schiene geht tatsächlich bis zum Rücklicht. Bei der verlängerten Variante ist dann tatsächlich hier noch ein bisschen Platz nach hinten. Am Heck, ja, wird man auch ganz klar sagen, das ist, gehört zur Tourneo-Familie. Vor allem ersichtlich an diesen horizontal stehenden Rückleuchten, die wir auch schon beim Tourneo Custom haben, also bei dem großen Bruder vom Tourneo Connect. Ansonsten haben wir ein sehr, sehr klares Heck hier hinten. Was uns auffällt, hinter der Heckklappe verbirgt sich dann auch ein riesiger Kofferraum, aber den schauen wir uns jetzt mal im Detail an, würde ich sagen. Ja, schauen wir uns doch einmal hier das Kofferraumabteil vom Tourneo Connect an. Und was als erstes auffällt ist, schon alleine von den Zahlen, die wir hier haben, die habe ich für euch alle aufgeschrieben, dass der Tourneo Connect gegenüber dem Berlingo etwa in seiner Kurzversion schon mal deutlich geräumiger ist und hier unten deutlich mehr unterbringt. Wobei ich persönlich auch sage, das liegt auch sehr daran, dass wir hier eine höhere Ausformung haben. Das heißt, wir können natürlich nach oben deutlich höher gehen, als wir beim Berlingo der Fall sind, da wir hier noch so ein Ablagefach drinnen haben. Ihr könnt euch das Video vom Berlingo und dem Opel Combo Live einmal anschauen. Ich verlinke euch das oben in der Box, ansonsten der Link unten in der Videobeschreibung. Aber was, kommen wir zum Ford zurück. Was als erstes auffällt, wir haben hier eine Laderaumabdeckung, welche
nicht wirklich hier geeignet ist, um irgendwas draufzulegen. Wir haben hier auch schon ein Warnschild, dass da kein Gepäck abgelegt werden darf. Das heißt, es ist nicht sonderlich belastbar, im Gegensatz zum Berlingo etwa. Zudem ist es hier auch etwas komplizierter aufgebaut. Wir können es zwar hier aufschieben, dann rutscht es hier in eine Ebene hinein und dann können wir das Ganze auch noch zur Not hier aufstellen oder eben auch dann komplett ausbauen. Wir klappen das jetzt einfach mal hoch zur Illustration. Was hier ebenfalls auffällt, ist, dass wir auch wie bei Kastenwagen üblich eine sehr quadratische Fläche haben. Von den Abmessungen, die habe ich mir extra einfach mal alle aufgeschrieben, kommen wir zuerst zu den Literzahlen und da bietet der Tourneo Custom Connect in der Kurzversion 1029 Liter hier im Standardvolumen und 1838 Liter Maximalvolumen. Wer sich jetzt tatsächlich fragt, ja, warum haben wir denn da weniger Gesamtvolumen, wenn wir denn hier hinten schon mehr Volumen haben als beispielsweise beim Berlingo oder dem Opel Combo Life? Ganz einfach, wir haben nämlich eine nicht umlegbare Beifahrerlehne und zudem haben wir hier etwas Platz verschwendet, weil sich die Rückbank, die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar ist, nicht komplett eben umlegen lässt, sondern wir legen erst die Lehne um, diese fällt dann auf die Rücksitze, Bank unten und dann müssen wir diese komplett aufstellen, wie ihr gerade seht. Und genau da haben wir einfach einen Platzverlust, den wir hier zu verzeichnen haben. Schauen wir aber die Maße nochmal genauer an. Wir haben hier eine Innenbreite von 1,90 Meter hier im Bereich der Entschuldigung, 119 cm im Bereich der Radkästen. Wenn wir weiter vorgehen im Bereich der Türen, kommen wir dann auf eine Breite von 150 cm. Hier an Maximalhöhe im besten Bereich haben wir tatsächlich 119 cm, wobei aber hier gleich zu sagen ist, hier haben wir schon mal eine Wölbung, da verlieren wir ungefähr 10 cm würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann kommt hier die nächste Wölbung, das heißt, das Ganze ist immer so ein bisschen gewölbt. Da verlieren wir auf alle Fälle immer wieder Platz, das heißt, wir sollten hier auf alle Fälle maximal mit rund 1,10 Meter Ladehöhe rechnen. In der maximalen Tiefe, das heißt also bis zur Beifahrerlehne, kommen wir mit 1,39 Meter vor. Und wir haben hier, wenn die Sitze aufgestellt sind, eine maximale Ladetiefe von 89 cm. In der Praxis fällt ganz klar auf, wieder typisch für die Hochdachkombis, Kinderwagen einfach reinstellen und Parkbremse rein, Thema ist erledigt. Ebenfalls auffällig ist diese sehr, sehr hohe Heckklappe. Wir haben wirklich da genügend Platz nach oben. Allerdings benötigt diese Heckklappe auch sehr, sehr viel Platz nach hinten. Das heißt also, wer hier in eine Tiefgarage reinfährt, der muss oftmals vorwärts einparken, kann nicht rückwärts einparken. Oder aber, wenn man tatsächlich zwischen zwei Autos steht, passiert es des Öfteren, dass wir auch nicht die Heckklappe komplett öffnen können. Und hier kommt wieder der Vorteil vom Berlingo zum Tragen, denn der hat ein separat zu öffnendes Heckfenster, was der Ford nicht bietet. Ja, dann nehmen wir doch einmal auf der Rückbank hier im Ford Tourneo Custom Connect Platz. Der Einstieg ist schon mal ist leicht erhöht, das fällt auf alle Fälle schon mal auf, das kann man sagen. Ebenfalls, ja, wenn man die Kopfstütze nicht komplett auszieht, dann drückt sie gleich mal wohin. Ja, also Kopfstütze von der Höhe einwandfrei. Das passt. Wir sitzen hier auch so ein bisschen leicht, nicht direkt hinter dem Fahrersitz, sondern so leicht nach außen versetzt. Die Tür hier schließt leichtgängig. Da gibt es gar keine Fehler. Wir können sie auch leichtgängig hier öffnen. Also das ist alles gut. Auch so, wir haben eine kleine Ablage. Wir sitzen auf alle Fälle schon mal nicht so eng wie im Berlingo. Das fällt auf. Auch der Sitzabstand nach vorne ist besser als im Berlingo für mich.
Ich habe meinen Sitz auf meine Größe eingestellt von 1,78 und hier passt mein Füße passen wunderbar rein, wobei ich die Füße so leicht nach rechts stellen muss, weil der linke Fuß, wenn er gerade steht, genau unter diese Sitzschiene geht. Da gibt es dann unschöne Kratzer auf den Schuhen bei Frauen. Das ist zum Beispiel das eine. Wir haben hier Ablagefächer. Wir haben viel Platz natürlich nach oben, trotz Panoramaglasdach. Wir haben hier eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern und einem kleinen Ablagefach. Sehr bequem. Wer diese Mittelplatz nicht nutzt, dem wird auffallen, dass wir hier zumindest schon mal einen Wulst haben. Ja, den haben wir hier auch. Weil dieser dritte Sitz hier, wir haben keine Einzelsitze gegenüber dem Berlingo, sondern wir haben hier eine zweigeteilte Rückbank. Das heißt, wir haben hier einen Einzelsitz und hier eine Doppelbank. Und das fällt dann durchaus auf, wenn man breiter ist, dass man hier mit diesem Wulst so ein bisschen in die Quere kommt, denn man sitzt hier so ein bisschen auf dem Wulst, zumindest ich, aber ich bin ja auch breiter, wie ihr wisst. Ja, ansonsten, was fällt uns noch auf? Kindersitz natürlich, die Kindersitzintegration ist durchaus gut und leicht, vor allem, weil die Zugänge zu diesen Isofix-Stationen hier hinten wirklich leicht ist. Wir haben aber auch nur zwei Isofix-Verankerungen und zwar auf den Außenpositionen. Wir haben im Mittelsitz kein Isofix, was in meinen Augen ja, durchaus ein Nachteil ist. Da sieht man schon wieder gegenüber dem Berlingo, hier können keine drei Kindersitze installiert werden, sondern hier gibt es nur zwei Kindersitze an den Außenpositionen. Ebenfalls, wer Reboarder verwendet, für den wird es durchaus auch wieder etwas enger mit der Rückenlehne beim Beifahrer oder beim Fahrersitz. Das heißt also, wer sehr groß ist und den zwei Reboarder hier hinten unterbringen muss, ja, da wird es dann durchaus eng, da muss man einmal genauer beim Ford-Händler nachschauen. Die Isofix-Halterungen, wie gesagt, sind aber sehr gut erreichbar. Da kommt man wirklich gut hin. Da gibt es keine Kappe oder so. Da sind so kleine Führungsschienen und da fährt dann der Sitz auch wunderbar rein. Das heißt also, da gibt es kein Gefummel mit den Isofix-Stationen. Die Kopfstützen muss man natürlich rausnehmen, wenn man einen Kindersitz wieder installiert. Und genau da kommt wieder der nächste Punkt. Wohin mit den Kopfstützen? Ansonsten lässt man sie zu Hause liegen und wenn man es dann doch braucht und den Kindersitz in den Kofferraum tut, hat man sie nicht dabei. Da wäre durchaus vielleicht mal interessant, dass sich die Hersteller etwas überlegen, dass diese Vorkopfstützen irgendwo gut untergebracht werden während der Fahrt, während man sie nicht benötigt. In den Bodentanks hier haben wir auch drinnen, wobei die Bodentanks, vor allem der hier auf dem Beifahrersitz, gleich zu erwähnen, sehr weit nach vorne steht. Das heißt also, selbst wer ein Stützfußsystem benutzt, wird hier nicht in die Bredouille kommen, da der Stützfuß direkt vor dem Ablagefach aufgesetzt wird. Auf der Fahrerseite ist dies nicht der Fall, da haben wir gar kein Ablagefach. Ja, und dann natürlich der obligatorische Check, wie es vorne ausschaut im Ford Tourneo Connect. Zustieg wunderbar. Man kann den Sitz sogar relativ weit nach unten stellen, sodass man gefühlt sehr weit unten sitzt. Das ist beim Berlingo eher nicht der Fall. Da sitzt man schon zwangsweise ein bisschen höher. Das fällt auf. Hinter dem 4-Speichen-Lenkrad sitzen wir äußerst gut. Das 4-Speichen-Lenkrad ist natürlich ausreichend weit in Höhe und Tiefe einstellbar, sodass man auch hier wirklich gut sitzt. Die Sitze zudem sind besser als im Berlingo, das fällt mir auch auf. Sie bieten schon mal mehr Seitenhalt. Auch im Schenkelbereich sind zwar weiterhin sehr kurz geraten, dennoch äußerst gut geformt. Die Lordosenstütze, die hier drinnen verbaut ist, könnte allerdings ein bisschen mehr stützen. Das würde ich mir wünschen. Auch die Kopfstützen ja, sind insgesamt ganz gut zu arretieren. Der Ausverstellbereich ausreichend groß. Hier gibt es gar keine Probleme. Auch, dass mein Knie an der Mittelkonsole anlehnt, stellt für mich kein Problem dar, da hier keine scharfen Kanten sind und so auch auf längeren Strecken keine Probleme entstehen. Ja, im Innenraum des Ford Tourneo Connect ist alles sehr sachlich und sehr aufgeräumt. Das ist nicht verspielt, sondern wirklich sehr klar. Wir haben hier natürlich viele Hartkunststoffe, die hier sind, aber das ist so typisch, weil wir sie ja natürlich aus dem Nutzfahrzeugbereich kommen. Das Fahrzeug läuft bei Ford auch offiziell im Nutzfahrzeugbereich. Aber nichtsdestotrotz fällt auf, dass wir hier natürlich sehr viele Anlehnung an den Pkw-Bereich haben, so haben wir hier
den Sync 3 Monitor, allerdings nur mit 6 Zoll Größe. Der wirkt ein bisschen klein hier, vor allem im Vergleich zum Berlingo mit seinem 8 Zoll Schirm. Ebenfalls, er ist sehr gerade aufgerichtet. Als Fahrer würde man sich wünschen, dass eine gewisse Neigung zur Fahrerrichtung hin auf alle Fälle gemacht wird. Das ist deutlich angenehmer zum Ablesen und spiegelt dann auch weniger. Ansonsten haben wir hier den Media-Bereich, den wir abdecken. Hier steht es auch nochmal schön drauf mit Sync. Wir haben hier übrigens eine Induktivladeschale drinnen. Sehr praktisch, wirklich gut gummiert. Das Handy rutscht hier auch auf alle Fälle nicht hin und her. Und es ist ausreichend groß, sodass dann auch zum Beispiel ein iPhone XS oder XR Max da hineinpasst. Beim Klimabedienteil hier fällt auf, dass es wirklich klar gegliedert ist, Temperaturregelung links und rechts getrennt oder als synchron. Wir haben auch eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten hier verbaut. Was komischerweise hier im Testwagen nicht geordert wurde, ist das Winterpaket. Das heißt, wir haben hier wären die Sitzheizung. Das Fahrzeug hat keine Sitzheizung. Ich würde sie auf alle Fälle wärmstens empfehlen, denn zwar haben wir hier gute Stoffsitze, aber es wird doch arg kalt. Ebenfalls der Lenkkranz hier wird kühl und dann gibt es auch ein beheiztes Lenkrad. Am Lenkrad selber fällt schon mal auf, es ist das alte Vierspeichen-Lenkrad, was wir vom Ford Focus kennen, Vorgängergeneration. Hier die Tempomat-Bedienung, dahinter die Abstandsbedienung. Etwas umständlich und ein bisschen verschachtelt, da würde ich mir definitiv das neue Lenkrad wünschen mit den Tasten. Es ist deutlich aufgeräumter. Hier haben wir die Bedienung für den Bordcomputer, der sich hier in der Mitte befindet und auch schön aufgelöst ist, sogar farbig. Rechts die Media-Bedienung und Telefonannahme sowie Sync-Sprachsteuerung. Dahinter die zwei Bedienhebel für links Blinker. Da an der Seite der Knopf ist für den Spurhalteassistenten. Rechts haben wir den Bedienhebel für die Wischerbedienung vorne sowie hinten. Start-Stopp-Knopf haben wir hier, weil wir den Ford Free Key Access haben. Kostet auch Aufpreis. Hier unten übrigens Assistenzleiste. Eco, das heißt also, hier wird dem Motor ein bisschen Leistung genommen, um effizienter zu fahren. Die Traktionskontrolle können wir deaktivieren. Start-Stopp können wir hier deaktivieren. Die Parkhilfe können wir deaktivieren oder den Einparkassistenten aktivieren. Beim Sync-System muss man ganz klar sagen, es ist wirklich gut bedienbar, es ist super übersichtlich. Den Homescreen finde ich immer noch fast Benchmark, das muss man ganz klar sagen. Schön Navigationskarte, Audioübersicht und Telefonübersicht. Ansonsten können wir hier durch die einzelnen Menüs via Touch gehen. Es gibt auch Apple CarPlay und Android Auto, für den der das Ganze per Smartphone machen möchte. Wirklich, hoppala. Wie Sie sehen, das ist ein bisschen verzögert, das Ganze. Unschön. Aber nichtsdestotrotz können wir hier sehr, sehr leicht durch diese Menüs gehen. Ansonsten, was haben wir uns noch? Was fällt uns hier auf? Wir haben noch zwei USB-Anschlüsse hier, eine 12-Volt-Buchse, zwei Cupholder, eine Armlehne mit einem großen Ablagefach. Leider ist diese Armlehne nicht in der Länge verstellbar und das ist wirklich fatal, denn man sitzt weiter vorne und dann kommt der Arm irgendwie weiter hinten, sehr unbequem. Also die müsste auf alle Fälle verschiebbar sein, was sie leider nicht ist. Wir haben noch eine manuelle Handbremse, keine elektronische. Wir haben ein sehr großes Handschuhfach, da oben noch ein Ablagefach. Wir haben ansonsten in den Türen recht gut ausgeformte Ablagefächer, wo auch Flaschen ihren Platz locker finden. Hier oben in der Dachkonsole ebenfalls nochmal Ablagemöglichkeiten. Ein Brillenfach findet sich hier oben und es findet sich auch ein Familienspiegel drinnen. Sehr praktisch für die Kleinen, wirklich gut. Was mir ebenfalls negativ aufgefallen ist, lediglich, wir haben hier keine Sonnenschutzrollos hinten für die Kinder. Wäre auch noch ein Punkt, den man anbringen sollte. Aber bevor wir jetzt hier zu viel meckern, schauen wir doch einfach mal, ob wir auch beim Fahren meckern müssen. Ich bin jetzt mittlerweile unterwegs hier im Ford Tourneo Connect. Und dann möchte ich euch natürlich den kleinen Fahreindruck nicht vorenthalten, denn der ist ja sehr, sehr kaufentscheidend. Was auffällt hier beim Ford ist, dass der Motor, der unter der Haube steckt, das ist der 3-Zylinder EcoBoost mit 1 Liter Hubraum,
mehrfacher Engine of the Year Awards und dies zu Recht. Arbeitet wirklich sehr ruhig, sehr entspannt, dreht schön aus, braucht ungefähr 2000 Umdrehungen, bis er richtig auf Touren kommt. Darunter ist natürlich ein deutliches Turboloch, eine Anfahrschwäche zu spüren. Das merkt man halt, dass da einfach nur ein Liter Hubraum vorhanden ist. Danach mit 170 Newtonmeter Drehmoment zieht er dann schon ordentlich voran. Die Fahrleistungswerte mit 14 Sekunden auf 100 oder 170 Stundenkilometer Topspeed sind natürlich jetzt nicht herausragend. Das spürt man aber auch tatsächlich im Alltag eher weniger. Denn der Motor zieht schön, dreht schön, klingt sogar angenehm. Nicht typisch Dreizylinder-Schnarren, sondern kerniger. Und tatsächlich volumiger, das macht schon was her in meinen Augen. Er ist sehr, sehr ruhig, Vibrationen kaum. Also da muss man sagen, da ist dieser Dreizylinder von Ford auf alle Fälle das bessere Triebwerk gegenüber dem Dreizylinder im Citroën Berlingo. Beim Verbrauch muss man jedoch sagen, dass der EcoBoost sich hier nicht sonderlich gut in Szene springen kann. Ich hatte einen Alltagsverbrauch von 7,4 Litern im Durchschnitt. Das klingt natürlich jetzt recht viel, aber ich habe den Wagen auch wirklich im sehr starken Kurzstreckenbetrieb teilweise genutzt, um wirklich nur im Ort hinzufahren. Also tatsächlich so diese typischen Einkaufaufgaben oder wir bringen die Familie, die Kinder in den Kindergarten oder zur Schule, solche kleinen Arbeitswege und tatsächlich Besorgungsfahrten habe ich ihn jetzt überwiegend nutzen können. Und da muss man sagen, da fällt tatsächlich der Verbrauch dann doch eher wieder ins Positive hinein. Auf der Autobahn fängt der Motor dann natürlich auch durchaus das Trinken an. Klar, der CW-Wert bzw. die Stirnfläche ist sehr, sehr groß. Da merkt man das Ganze auf alle Fälle. Zudem wiegt der Wagen rund 1,6 Tonnen. Das darf man natürlich auch nicht verschweigen. Und wenn man ihn voll belädt, dann liegen wir hier bei gut 2,1 Tonnen, die der Wagen wiegen darf, oder knapp sogar 2,2 Tonnen. Und das wird dann mit dem kleinen Motor auf alle Fälle zur Tortur. Da sollte man ganz klar sagen, wer hier öfter voll beladen durch die Gegend fahren möchte, muss zum Diesel greifen, denn der Benziner ist dafür schlicht und ergreifend einfach nicht gemacht. Gemacht ist aber das Fahrwerk für diesen Tourneo. Es ist wirklich sehr komfortabel, zeigt tatsächlich gute Reserven, lässt sich auch handlich fahren, dadurch, dass die Lenkung sehr leichtgängig und im Gegensatz zum Citroën zum Beispiel sehr viel Rückmeldung gibt, lässt sich der Wagen wirklich sehr schön fahren. Leider hat Ford das ESP ein bisschen übereifrig und übersicher abgestimmt, sodass diese ESP-Eingriffe sehr, sehr frühzeitig kommen und auch dann sehr abrupt eingebremst wird der Wagen. Da würde ich mir einfach mehr Spielraum im Fahrwerk wünschen oder in der Elektronik wünschen, dass der Ford hier besser um die Ecke gehen kann. Denn ich würde es ihm zutrauen, dass er das auch deutlich besser kann, als ihm die Elektronik dies lässt. Im Alltag verwöhnt der Wagen durchaus mit sehr, sehr guten Sitzen. Das fällt auf alle Fälle bei längeren Strecken auf. Die Sitze sind sehr, sehr gut, auch wenn sie tatsächlich etwas zu kurz geraten sind. Da würde einfach eine bessere Sitze und eine größere Sitzfläche dem wirklich gut tun. Ja, kommen wir zum Fazit Ford Tourneo Connect. Mir persönlich hat er wirklich gut gefallen an sich, aber im Vergleich zum Berlingo und seinen Derivaten fällt auf, dass der Connect auf alle Fälle schon einige Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Das fällt einfach auf, er ist nicht insgesamt so schön ausgewogen wie der Berlingo etwa. Vom Preis muss man sagen, liegen sie ungefähr gleich auf, so wie der Wagen. Hier steht 30.700 Euro rund, dabei fehlt noch die Sitzheizung, also gehen wir mal von 31.000 Euro rund aus. Das ist schon eine Stange Geld auf alle Fälle, aber der Ford bietet wirklich viel Platz im Kofferraum, das muss man sagen. Also im Standard-Kofferraumvolumen ist der Ford echt super. Er bietet auch sehr viel Beinfreiheit im Fond gegenüber dem Berlingo, hat den Nachteil aber, keine drei Einzelsitze zu haben, keine drei Isofix-Möglichkeiten. Es fehlen hier die Fond-Rollos. Insgesamt vielleicht nicht so das optimale Familienauto in meinen Augen gegenüber dem Berlingo oder aber seinem großen Bruder, dem Custom.
Der wäre auch mein Favorit im Gegensatz zum Connect, der hier schon seine Aufgabe auch sehr, sehr gut macht. Zudem auch mit dem kleinen 1 Liter Dreizylinder EcoBoost. Sehr, sehr ruhiges Triebwerk. Effizient. Naja, gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. 7,5 Liter ist kein schlechter Verbrauch, zumal ich sehr viel Kurzstrecke gefahren bin. Dennoch wäre meine Empfehlung hier ganz klar der Diesel. Ford bietet da bei dem 1,5 Liter EcoBlue Diesel drei Varianten, 75 PS, 100 PS und 120 PS. Sowohl die 100 als auch die 120 PS Variante lässt sich sogar mit einer 8-Gang-Automatik kombinieren. In meinen Augen würde ich definitiv hier zum 120 PS EcoBlue Motor greifen, da das höhere Drehmoment dem Wagen unheimlich gut tut, gerade beim Durchzug. Denn 14 Sekunden hier mit dem Dreizylinder EcoBoost ist schon eine Hausnummer, vor allem wenn man dann tatsächlich nochmal die Zuladung ausnutzt. Das war meine Meinung zum Ford Tourneo Connect. Jetzt seid ihr da draußen gefragt, hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich um den Daumen nach oben freuen und ebenfalls über ein Abo. Ansonsten schreibt mir unten in die Kommentare, was vielleicht eure Erfahrungen mit der Ford Tourneo Familie sind. Und vielleicht auch mit dem Connect selber und welchen ihr vielleicht nehmen würdet, wenn ihr die Entscheidung treffen müsstet oder standet ihr vielleicht sogar vor der Entscheidung Berlingo-Derivate gegen Ford-Tourneo-Varianten. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, lasst es mich wissen, lasst uns vor allem auch diskutieren. Darauf freue ich mich besonders und wenn ihr wieder reinklickt, dann freue ich mich erst recht. Bis dahin, tschüss und servus, der Ubi.